Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed Odyssey. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder mal so Post-Livestream. Ich habe gestern mal wieder 6 Stunden gestreamt, habe aber nicht so viel gemacht. Also ihr habt nicht so viel verpasst. Ich habe einfach mal nur bin rumgereist und habe einfach mal die ganze Welt aufgedeckt. Also fast die ganze Welt. Hier unten bin ich dann leider so müde geworden, dass ich sein lassen habe, aber ich habe hier noch ein paar Inseln, die ich noch aufdecken muss. Hier geht es dann wieder hoch. Das mache ich aber alles im Livestream. Also keine Sorge, ihr verpasst hier nichts. Ich will jetzt einfach eigentlich eine Nebenmission machen. Tatsächlich wollte ich eine Hauptmission machen, aber die gehört für mich noch mit zur Hauptmission dazu, mit den Priestern aus der letzten Folge. Ich will aber nur das hier mitnehmen, weil es hier gibt es zeitlich begrenzte irgendwelche Punkte. Ich würde es mir noch mal kurz anschauen, ob man das schnell machen können. Du hast eine Nachricht an der Tafel hinterlassen. Was ist los? Ich habe Artemis Opfer gebracht, der Göttin der Jagd. Aber seit der Anführer gestorben ist, scheint das ganze Gebiet hier verflucht zu sein. Ich muss es wieder läutern. Verstehst du? Und wie willst du das tun? Artemis liebt die Jagd genauso wie ich. Es gibt hier viele Ziegen und Raubtiere. Ich glaube, das Blut des erjagten Wilds wird sie erfreuen. Ich soll das Blut dieser Bestien vergießen. Ja. Sie alle müssen sterben. Warum so negativ? Bin dabei. Gut, kümmere dich bald darum. Ich komme hinterher wieder. Okay, erlege die Löwen. Na, das kriegt man ja hin. Ich habe gestern im Livestream so einen Elite-Löwen erlegt. Der war echt heftig. Also es hat bestimmt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gedauert, bis ich den bekommen habe. Der war echt, echt knackig. Der Löwe. Ich hoffe mal, das wird jetzt noch ein normaler Löwe sein. Da steht ja irgendwie nur, erleg die Löwen. Geben richtig gut Leder. Die geben richtig gut Leder. Oh. Aber es sind noch mehr, oder? Hör mal. Hier für dich. Okay, keine Falle mehr. Ja, Leder ist im Moment so das größte Problem. Da habe ich den größten Mangel. So, kehre zur Jägerin. Ja, und dann gibt es da nämlich so eine spezielle Belohnung für und damit kann ich dann spezielle Sachen kaufen. Aber dieses, da musst du echt farmen, um die zu bekommen. Uiuiui, das ist echt anstrengend. So, ansonsten freue ich mich jetzt einfach wieder Hauptmission weiterzumachen. Ich werde jetzt wieder ein paar Folgen aufnehmen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich bis heute bis Level 30 komme. Das sollten wir aber hinkriegen. Wir sind ja fast 28, wenn ich die richtigen Erinnerungen habe. Ja, komm, 30 kriegen wir heute locker hin. Also war wahrscheinlich jetzt mit der Mission hin. Ich freue mich schon, da ist die Mission, zu der ich gleich hin muss, da hinten, das weiß ich. Ich freue mich schon auf die ersten DLCs, das wird echt mega. Ich hoffe, bis dahin bin ich mit der Hauptkampagne durch. So, ich habe deine Löwen erledigt, Mädel.
Gib mir meine Belohnung und lass mich gehen. Du bist zurück. Ich hab sie erledigt. Gute Arbeit. Ein ganz normaler Tag. Nice. Da sind sie nämlich, dieses Erz plus 10, genau. Dann gibt es einen Händler, wo ich das... Und Level Up, jawohl! Level Up 29. Wir haben jetzt auch 4 Fähigkeitspunkte. Wir können mal 2 oder 3 ausgeben. Krieger, noch irgendwas. Feuerschaden. Na komm, wir nehmen mal den Feuerschaden mit. Gut, dann wollen wir mal gucken, was der Priester hier für ein Problem hat. Der Baum des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende? Ja, das ist der alte Priester, der wir da im Heiligtum getroffen haben. Und der gesagt: Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlerfrau. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wohin ging sie? Was geschah mit dem Kind? Krüses hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos, bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Der Baum bewegt sich. Ich töte dich! Also, wir hatten keine Pfeile mehr. Ich will eigentlich nur ein bisschen Adrenalin aufladen. Na, noch mehr. Dass ich dem hier das Schild wegnehmen kann. Aua. Au. Oh, die machen ganz schön Damage, Jungs. Erstmal alle vergiften. Dieser Dodge-Schaden ist nicht zu vernachlässigen. Beziehungsweise den darf man nicht ver... Mehr das Schild. Oh, wow, wow, wow. Mehr das Schild. Genau, den wollte ich. Irgendwie ist es neu, dass mein Adler. Jetzt greift mich auch noch ein Hund an, oder was? Oh, da kommt noch ein Kopfgeldjäger. Oh, scheiße. Ich habe gerade nur gelesen, ein Kopfgeldjäger nähert sich. Aber die sollten ja eigentlich zu schaffen sein hier. Ist ja nicht ein einziger Elite. War's das? Der wieder
Wie der Dolch hinten glüht, das sieht so mega gut aus. Kopfgeldjäger machen Jagd auf dich, oder sollen sie? Der ist auch 100 Meter weg. Was ist jetzt nun hier? Asklepios sei Dank. Mögen die Kranken Ruhe finden. Asklepios sei Dank. Mögen die Kranken Ruhe finden. Ich weiß jetzt nicht, was mit der Mission ist. Das war's? War's das jetzt? Wenn ich dich gerecht habe, würde ich aufgetaucht. Warte, die ist natürlich schon wieder. Ja, vergifte mal dein eigenes Tier. Dum, 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 dum. Den looten wir auch noch schön. Den looten wir auch noch schön. Meinst du? Also, wer mischt sich denn jetzt ein? Es ist krass, wie die NPCs, die eigentlich nichts mit dem Kampf zu tun haben, einfach mal rumgehen und Schwerter von toten Gegnern aufsammeln, um mich damit anzugreifen. Das ist so krass. Das sind so Kleinigkeiten, die mir. Nicht anders. So, na, kann man den nicht looten? Tod bestätigen. Ist das war das nicht nur ein. Ich könnte meine Selbstkollegen nur ungern. Okay. Das hat sich ja gelohnt. Das hat sich ja gelohnt. Ich hoffe, das leuchtet genauso schön wie. Wo? Na gut. Kommt jetzt schon wieder einer? Nein. Dann gucken wir mal, wo wir Hauptmission weitermachen können. Bringt ja nichts. Odyssey, so, verbessere den Speer. Machen das dann mit Xenia. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich finde das auch echt gut. Also es sind so viele Sachen drin, die ich gut finde. Ich finde es gut, dass die,
trifft die Piratin, genau. Dass die Gegner mitleveln, dass du, wenn ich jetzt ins Anfangsgebiet gehen würde, würde ich zum Beispiel keine 1er-Level-Gegner finden, denke ich mal. Also ganz so sicher bin ich mir nicht. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo soll denn das sein? Ziel ist übrigens, alle Gebiete auf Persisch, sage ich schon, auf Sparta zu bekommen. Ja, wo soll denn das sein? Es muss ja in die Richtung sein. Warte mal, in die Richtung gucke ich. Da ist es. Ah, ist natürlich eine Insel, die ich noch nicht entdeckt habe. Natürlich sehr geil. Na, ist das jetzt, wo ich noch nicht war? Ich wollte ja dann da hochfahren. Ist natürlich doof. Machen wir das am besten. Ach, ist natürlich scheiße. Ist natürlich genau eine von den Inseln, die ich noch nicht. Ja, dann gehen wir mal hier hin per Schnellreise und holen dann hier das Boot. Oder das Schiff. Ist natürlich genau eine Insel, die ich noch nicht im. Ach, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Die Ladezeiten sind natürlich auch wieder grandios. So. Dann gehen wir mal zum Schiffsanlegeplatz. Der ist ja markiert. Da ist er. Ich meine, warum ist die immer abgelaufen? Abgelaufen. Ich nehme die einfach mal mit. Oftmals macht man die so nebenbei, dass man irgendwie, keine Ahnung, 20 Gegner tötet. 20 Griechen tötet oder so, oder 20 Spartaner oder so, die macht man immer so nebenbei. So, dann reißen wir mal. Wo ist meine Besatzung? Ach, die waren alle unter Deck. In die Wellen! Stella! Ja, vielleicht werden wir ja noch angegriffen. Das wird alles so lange dauern, das ist so Wahnsinn. Oh, das ist ein Piratenschiff. Wollen wir das mal mitnehmen? Oh, guck mal, Delfine. Komm, wir nehmen mal die Piraten mit.
Liegt ja auf dem Weg. Können doch nicht zulassen, dass hier Piraten in unseren Gewässern rumfleuchen und kreuchen. Das ist ein... Nee, eigentlich wollte ich die nicht angreifen. Scheiße. Es geht vorbei. Komm, die kriegen wir. Ah, ich will jetzt nicht gegen. Ah, jetzt muss ich auch. Ah, scheiße. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ah, das könnte jetzt. Also das ist Gott sei Dank normales. Oh, ich habe fast kein Leben mehr. Oh. Ja, genau, noch ein Treffer und das war's. Verpissen uns mal, weil da ist nämlich noch ein zweites. Nein, wenn die ankommen. Gott sei Dank. Alter, wir haben fast kein Leben mehr. Warte mal, gab es da nicht diesen kleinen Glitch, wenn ich den Skin von meinem Boot geändert habe? Oh, wir können wieder was nachrüsten. Ah, ist ja cool. Warte mal. Aktion ist jetzt halt nicht verfügbar, okay. Ach, da gibt es noch was Neues. Achso, im Kampf kann ich das nicht, okay. Ja, war natürlich doof, dass wir die Griechen da noch dazwischen hatten gerade. So, jetzt nochmal gucken. So, Skin ändern. Auch mega gut aus. So. Können wir nämlich hier einen vierten mit draufpacken. Nehmen wir mal ihn. Subi. So, was haben wir hier noch als nächstes? Verbessert die Pfeile. Okay. L2 plus R1, okay. Müssen wir hier mal ein bisschen noch upgraden. Was fehlt denn hier noch? Diese Tafeln fehlen. Das machen wir zuletzt. Kapitän verlässt das Steuer. Was? Das ist doch gar nicht wahr. Kapitän übernimmt das Steuer. Genau. So, können wir hier anlegen? Ja, können wir. Dann werde ich mal schnell den Aussichtspunkt da oben holen. Wieso wird der mir jetzt als grün angezeigt? War ich hier doch schon? Grün bedeutet doch, dass ich hier schon war. Ach scheiße, ich habe den dahinter nicht gesehen. Ach verdammt, wir hätten hier bei Schnellreise hingekonnt. Ich habe den hinter dem Zeichen nicht gesehen. So, ihr repariert mir das Schiff. Und ich treffe mal Xenia. Xenia. Xenia? Ja, Xenia.
Was? Was geht denn hier ab? Läuft einfach mal ein Löwe hier durch den Ort. Und ein Wildschwein. Und noch ein Wildschwein. Und aggressive Hühner. So, damit beschäftigst du dich mal bitte. Ah, Mann. Ist mir jetzt egal. Ich mach das schon. Heieiei, was für eine Folge. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum? Ich verstehe es gerade nicht, was die für ein Problem haben. Oh. Ach, hier ist eine Festung oder was? Ach, hier ist eine Festung. Alter, wie sie erst sich erstmal immer das Blut abwäscht, wenn ich ins Wasser springe. Gut, meine Lieben, wir machen aber an der Stelle mal Feierabend. Ich werde mal hier kurz hoch auf... hochgehen, damit ich hier unentdeckt werde. Wir machen aber an der Stelle tatsächlich mal Feierabend, weil wir sind schon wieder bei fast 30 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Alter, sind das da viele da unten. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed Odyssey hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.